das Ziel, das innere Ziel, was man haben muss, wenn man so ein Instrument baut, ein Medium baut, ist, dass es verschwinden kann. Dass es gefühlt eigentlich nicht mehr da ist und dass es keine Rolle spielt, sondern dass nur noch die Essenz, der Inhalt dessen, was daran eigentlich gemacht wird, dass das nur noch zählt und alles andere verschwindet. Das heißt, dass der Raum zwischen der menschlichen Fantasie und den physikalischen Möglichkeiten durch so ein Riesending im Grunde verschwindet. Wir haben die Vorstellung entwickelt, dass der Flügel diese Verbindung zwischen Musiker und Publikum nicht stört, so als wenn er unsichtbar wäre. Es war so eine Idee, das Angebot an Flügel, das wir hier in der Leishalle haben, noch um einen ganz besonderen zu ergänzen, den es nur hier gibt und der natürlich außerordentliche Qualitäten haben muss, sonst macht es ja keinen Sinn. Flügel werden nicht gesucht, sondern die finden uns, die kommen zu uns. Es war eine Verkettung von Umständen und irgendwann haben wir dann gesagt, das ist der Flügel genau für diesen Zweck. Der Flügel war nicht zu spielen. Klanglich ganz eng und mechanisch funktionierte da einfach nichts. Die Dämpfer sahen furchtbar aus, die Saiten sahen furchtbar aus. Es war alles irgendwie zusammengeklopft und es sind viele, 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 viele Stunden Arbeit reingeflossen. Aber die Instrumente haben ja alle ein Potenzial gespeichert. Und solange die Gussplatte nicht gebrochen ist, das Gehäuse nicht verbrannt ist oder der Flügel mal ein paar Monate im Meer geschwommen ist, kann man die relativ gut wieder herrichten. Wenn man den Resonanzboden das erste Mal quasi ohne Saiten hat, es ist keine Gussplatte mehr drin, der ganze alte Lack ist runtergenommen und man klopft ihn so ein bisschen an, dann merkt man das erste Mal, was passiert. Das war hier exakt genau so gewesen und man merkt, oha. Was darauf hinwies, dass wir vielleicht etwas Besonderes vor uns haben, ist, wenn der Flügel unter Saiten ist und das erste Mal klingen kann. So diese ganzen klanglichen Vorstellungen, die man hat, auf einmal hört man das alles, man fühlt es und man merkt auch, dass man dadurch einfach das, was wir mit einem Flügel versuchen, ist, dass wir eigentlich dem Musiker eine Palette an Möglichkeiten anbieten. Und diese Palette soll eigentlich reichhaltiger sein als die Möglichkeiten des Musikers. Es hat gut 2 Jahre gedauert, bis ein Anruf kam und mir gesagt wurde, Daniel, wir glauben, wir hätten ihn. Es ist ein Steinway. Es ist ein Steinway, der 1925 gebaut wurde. Und Steinway baut bis heute sicherlich die besten Flügel. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass das gelungen ist, denn jetzt haben wir etwas, was es wirklich sonst nicht gibt. Im Prinzip besteht seitens der Symphoniker Hamburg der Wunsch, einen Flügel zu haben, der nicht beliebig ist. Die haben eine Klangvorstellung entwickelt. Sie spielen in der Leishalle, das ist auch kein beliebiger Ort, sondern es sind ganz konkrete Rahmenbedingungen. Und wir möchten einen Flügel zur Verfügung stellen, der diesem Ganzen Rechnung trägt. Und das Instrument ist eben nicht irgendwann sagt, bis hierher und nicht weiter, sondern dass es quasi so ein bisschen grenzenlos ist. Im Kopf des Pianisten entsteht was und das geht durch neuronale Prozesse, irgendwie durch Motorik und so weiter in die Hände und die landen am Ende auf den Tasten und dann ist
ein Fremdkörper da. Also ein Musikinstrument zwar, aber ein Objekt, was jetzt das aufnehmen muss und verlustarm irgendwie am Ende als Schall zu einem Hörer transportieren. Die Auflösung der Materialität in einem Zustand, in dem nur noch Geist ist. Er hat diese Qualitäten. Er hat diese Qualitäten, etwas zu öffnen, was man sonst nicht öffnen kann, weil da sehr viel Materie dazwischen steht.